Moin, Teddy. Hey Keule, kannst du mir was Schönes zaubern? Ja, mir geht's super, mir geht's super. Ich habe zwar ein bisschen Hunger, aber wenn du mir jetzt was Schönes zauberst, so was Typisches aus der Schweiz, dann könnte es mich natürlich noch glücklicher machen. Sag nicht, du willst das Züricher Geschnetzeltes haben. Ja, bei uns heißt das Zürich-Schnatzlitz, aber sowas würde ich nehmen, ja. Hätte ich Züricher will ich Bock. dir nie machen, aber einen Zürich-Schnatzeltes, dann mache ich dir. Da bin ich gespannt. Also, gib alles, weil es ist nicht ganz einfach, aber ich bin absolut überzeugt, dass du das hinkriegst. Aber das kriegst hin, kriegst hin. Super. Ja, das passt. Also bis gleich, Fred. Tschüss. Hi, grüßt euch. Hier ist wieder Fred. Wir kochen heute wieder was Leckeres. Und zwar hatte sich Sadie bei mir gebildet. Er würde mal ganz gerne was aus der Heimat essen. Und um ein bisschen sich wohlzufühlen, machen wir wieder was Leckeres. Züricher Geschnetzeltes in dem Fall, weil der Sadie kommt ja sogar aus Zürich. Wir gucken mal auf die Zutaten. Hier haben wir erstmal ein bisschen Sahne. Könnte man auch wieder mit Hafercuisine oder Soja oder sowas ersetzen. Hier haben wir ein bisschen Weißwein, rote Zwiebeln. Hier ist ein bisschen Muskatpulver gleich fürs Rösti. Ein Ei auch fürs Rösti. Ein bisschen Mehl, um hinterher Bindung in die Soße zu kriegen. Wir haben heute ein bisschen Kalbsfilet genommen fürs Geschnetzelte als solches. Eine Kartoffel, mehlig kochende Kartoffel hat einen guten Stärkeanteil und kriegen wir dann halt auch, wenn wir es roh gerieben haben, schön gar in der Pfanne. Wir legen als erstes los mit dem Rösti. Dazu nehmen wir die Kartoffel hier. Ich schneide mir die mal in etwas feinere Maßen. Dann können wir sie halt besser festhalten und reiben, weil Reiben ist immer übelst gefährlich. Dazu nehmen wir eine Rohkostreibe, Vierkantreibe, Standreibe. Es gibt dafür 1000 Namen. Wir nehmen hier schon das Grobe, nehmen eine Schale, damit wir es direkt in die Schale reiben können und reiben vorsichtig los. Wichtig ist dabei, dass ihr echt immer einen guten Griff habt. Das ist wie beim Schneiden. Man könnte sogar auch einfach ein Stück Küchenpapier nehmen, das ein bisschen falten. Da haben wir nämlich gleich zwei Sachen mit einer Klatsche geschlagen. Zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen, so heißt es richtig. Wir halten es fest, wir haben einen besseren Griff. Und falls man abrutschen sollte, rutscht man mit dem Zewa ab und haut mit dem Zewa in die Reibe rein. Hier ist nur das Problem, dass wenn wir zu weit reiben, hast du halt Zewa im Essen. Deswegen musst du aufpassen. Das ist ein kleiner Trick dazu. Jetzt haben wir hier schön die Kartoffel, Fussel, Fetzen, wie man auch immer das nennen mag. Dann nehmen wir den Muskat. Würzen ein bisschen, kann auch ein bisschen mehr nehmen, damit der Geschmack auch schön da ist. Dann nehmen wir das Ei. Trennen das schon mal auf. Legen es aber beiseite. Würzen das Ganze noch ein bisschen mit Salz, damit auch ein bisschen das Wasser auslaugt, dass die Feuchtigkeit rausgezogen wird. Warum, sage ich gleich. Und noch ein bisschen Pfeffer. So, jetzt nehmen wir das Ganze und mengen das schön durch. Jetzt nehmen wir uns eine zweite Schale und pressen die Kartoffel richtig schön aus. Geben wir hier mal das Eigelb dazu, vermischen das wieder schön. Und dann gehen wir wieder zurück hier zu dem Wasser von der Kartoffel. Das ist ein bisschen so leicht schwenkt, sieht man hier unten das Weiße. Und das ist die Kartoffelstärke. Jetzt gießen wir das Wasser ein bisschen ab und nehmen die Stärke, die hier noch drin ist, geben es noch zu den Kartoffeln, weil das ist ja das, was bindet. Ne? Einfach ein bisschen warten, vielleicht noch ein bisschen länger warten, dann setzt die Stärke sich ab. Man kann das Wasser abkippen. Und gibt es dann wieder zu der Masse dazu. Dann haben wir halt noch eine natürliche Bindung von der Kartoffel als solches. Stellen wir jetzt erstmal eine Seite, räumen ein bisschen auf. Jetzt kommen wir zu dem Fleisch. Wichtig ist beim Fleisch, dass man immer gegen die Faser schneidet. Das heißt, wenn man hier die Fleischfasern sieht, müssten wir jetzt quasi so dagegen schneiden. Wenn wir mit der Fleischfaser schneiden würden, wäre es hinterher zäh. Also das ist so ein kleiner Trick dazu. Hier bei dem Kalbfilet gut zu erkennen, bei der Oberschale oder bei anderen Fleischsorten ist es auch eigentlich ganz gut zu erkennen, dass wir quasi immer gegen die Faser schneiden. Ich mache mal kurz die Streifen ein bisschen dünner, einfach ein bisschen längs halbieren und dann hier nicht ganz so fein, weil sonst wird es schnell trocken. Einfach schöne Streifen schneiden. Das Ganze machen wir hier auch. Das ist nicht schlimm, das ist nur Fett, das ist Geschmack. Das schneiden wir auch schöne Streifen. Dann nehmen wir noch ein bisschen mehr, das können wir direkt so schneiden. So haben wir schöne Kalbfiletstreifen. Man kann auch, wie gesagt, Kalbsrücken nehmen oder Kalbsoberschale. Ich glaube, der Schweizer als solches nimmt es aus der Oberschale. Ist am Ende des Tages auch ein bisschen günstiger als Filet. Wir haben es nur gemacht, weil wir es schön fein haben wollen heute. Deswegen haben wir es so gemacht. So, dann legen wir es erstmal beiseite und nehmen uns die Zwiebel vor. Wir machen jetzt ein bisschen mehr Zwiebel, weil das Teddy mag ja keine Pilze, weil eigentlich kommen ja Pilze rein. In der Regel Champignons. Man kann aber auch Kräuterseitlinge reinmachen oder Steinpilz-Champignons oder Shiitake-Pilze. Das ist eigentlich grundsätzlich egal, was für ein Pilz das ist. Ich schneide es immer ein bisschen gröber, damit es dann noch ein bisschen Gehalt hat beim Essen. Eine geht noch. Und dann schneiden wir schon mal ein bisschen
Petersilie. Ich schneide ja mal ganz gerne den Strunk mit rein, weil da auch viel Geschmack drin ist und man noch ein bisschen was zum Kauen hat. Auch da wieder alles schön nebeneinander legen, weil Kräuter werden ja geschnitten und nicht gehackt, weil sonst zerreißt man die Fasern und es laugt aus. Deswegen einfach schön sauber runterschneiden. Auch da auf die Flossen aufpassen, weil sonst Flosse ab. Nicht lustig. Genau, es kann ruhig ein bisschen gröber sein. Gibt hinter eine schöne Farbe. So, dann nehmen wir uns eine Pfanne, stellen gleich auf. Genau, vorher noch für das Rezept, für das leckere Gericht findet ihr auf der Heimatkrankenkassenseite. Der Link dazu ist hier unten in dem Beitrag. Wir nehmen wieder ein schönes Pflanzenöl. Lassen es ein bisschen heiß werden. Ein bisschen mehr Hitze. Wir wollen es ja schön anbraten, das Fleisch. Wichtig ist halt, dass wir das Fleisch einfach nur anbraten, dann wieder rausnehmen. Beziehungsweise vorher noch kurz mit Mehl ein bisschen bestäuben, um diese Bindung zu haben. Dann nehmen wir es raus, dann putzen wir grob mit dem Zewa einfach mal durch. Wir wollen den Bratensalz aber noch haben, es soll nur nicht verbrennen. Braten dann quasi die Zwiebeln an, löschen das mit Weißwein ab, gießen die Sahne auf, lassen es alles einkochen und geben ganz zum Schluss erst das Fleisch rein, würzen es einmal ab und dann servieren wir das. So, einfach jetzt auch mal reingeben und einfach braten lassen, nicht mal so nervös drin rumfuchteln. Ich kann das auch sehr schwer, aber ist ganz gut. Hat man einen schönen Geschmack hinterher und schönen Aromen. Jetzt gucken wir mal, wie es aussieht. Sehen wir schon, richtig geile Farbe. Wenn wir es halt nicht immer die ganze Zeit hin und her schwenken. Genau, mal einfach ein bisschen umdrehen. Jetzt geben wir gerade noch eine Flocke Butter dazu, habe ich eben vergessen zu erwähnen. Eigentlich brät man das auch im Butterschmalz an. Wir machen es halt in Rapsöl und geben hinter noch ein bisschen Butter dazu. Finde ich mal ein bisschen leckerer, als das mit Butterschmalz zu machen. Ein bisschen Farbe genommen hat. Nehmen wir einfach ein bisschen Mehl, streuen das da drauf. Lassen das ein bisschen mitrösten. Die Roststoffe des Mehles, man sagt auch Dextrine dazu, gleichzeitig wieder Geschmacksträger, sich hier ein bisschen abbilden. Man sieht, es wird auch ein bisschen mehlig hier auf dem Boden und pappt ein bisschen an. Ist nicht so schlimm. Einfach mal ein bisschen in Bewegung bleiben und jetzt schon das ganze Fleisch einfach nehmen. Und auf ein Blech packen oder in eine Schüssel, wie auch immer. Wir kratzen es ein bisschen aus, gehen zurück, wie gesagt, nehmen Zewa, putzen einmal grob das Mehl vom Boden ab, aber am Rand haben wir noch schöne Geschmacksstoffe liegen, nehmen dann wieder ein bisschen Öl. Jetzt würden wir eigentlich zuerst die Champignons anbraten. Schön hohe Hitze, Champignons ran, damit die auch schön Farbe nehmen. Champignons lassen auch mal relativ schnell Wasser, deswegen ein bisschen später erst salzen. Weil sobald du dem Champignon Salz gibst, lässt es auch direkt wieder Wasser raus und du hast eine Champignonsuppe hinterher. Wir wollen ja eigentlich geröstete Champignons haben oder beziehungsweise gut angebraten. Ne? Machen wir jetzt ja nicht. Wir nehmen direkt die Zwiebeln. Lassen die schon Farbe nehmen. Die können wir aber jetzt schon würzen. Bisschen Pfeffer. Salz. Ein bisschen Meersalz. Also kein Meersalz, kein Fleur de Sel, ein bisschen Meersalz. Weil wir ja noch mit Weißwein ablöschen und Sahne dazugeben werden noch. Und dann kocht es halt auch ein bisschen ein, deswegen ein bisschen übersalzen einfach. Auch hier nehmen wir wieder ein bisschen, erst ein bisschen Butter. Weil Mehl und Butter bindet auch. Klassisch wie so eine Mehlschwitze quasi. Und hier ist auch richtig schön die Farben, du hast richtig schön Geschmack drin. Nehmen dann wieder ein bisschen Mehl, stäuben das ein bisschen ab. Müssen wir jetzt aufpassen, weil die Temperatur höher ist, dass uns das jetzt nicht anbrennt mit dem Mehl. Nehmen dann den Weißwein. Und das riecht wieder. Zwiebeln, Mehl, Butter, Weißwein, einkochen, Träumchen. Das kochen wir jetzt so um die Hälfte ungefähr ein. Zu dem Weißwein noch, den man da reinkippt. Wäre gut, wenn man irgendwie so einen Riesling hat, so einen etwas trockenen vielleicht oder einen halbtrockenen. Vielleicht nicht die günstigste Pennerbrause, kann man glaube ich sagen, nehmen, weil dann hast du einen sehr hohen Säureanteil und es wird ein bisschen bitterer. Man muss jetzt aber auch nicht die 40 Euro Rieslingflaschen nehmen und da reinkippen, sondern einfach so einen normalen Wein, den du irgendwie für 5, 6 Euro oder so kaufst. Weil ich finde, wenn man so ein Gericht kocht, sollte man auch ein bisschen Amore reinstecken. Das heißt, schon auf die Produkte achten. So, jetzt kann man ganz gut sehen, es wird richtig geil, es bindet sich langsam, es wird ein bisschen sämiger. Ja? Es kommt halt nur durch das Mehl und durch die Butter. Der Wein ist gut eingekocht. An dem Punkt nehmen wir die Sahne und rühren das wieder ein bisschen ein. Lassen wir jetzt auch noch um ein Drittel einkochen. Schieben mal die Platte nach oben. Kann das da locker vor sich hinkochen. Und wir machen nebenbei schon mal ein Rösti. Das Coole dabei ist, du kannst quasi die Basis mit den Pilzen und den Zwiebeln kochen, an die Seite stellen. Das Fleisch hast du vorher angebraten. Und wenn jetzt dein Besuch, den du zu Hause hast, einfach zu spät kommt oder die Jungs im Garten noch zu einem Fußball spielen,
wenn sie reinkommen, einfach nur mal kurz einmal nochmal aufkochen, das Fleisch reingeben, einmal nur kurz das Fleisch warm machen und dann kann man es schon direkt servieren. Der Vorteil ist halt dann, dass das Fleisch nicht trocken wird. Also man muss es nicht stundenlang kochen. Also nicht Fleisch anbraten, alles rein, einkochen, danach hast du halt auch Fußsohle. Ne? Das ist das Problem. Und der Vorteil, dass man einfach hinterher das Fleisch reinlegen kann und du hast hinterher ein geiles Züricher. Auch hier wieder nehmen wir schön Pflanzenöl. Man kann auch Butterschmalz nehmen. Ich nehme wieder ein bisschen Pflanzenöl und nachher eine Flocke Butter. Damit wir halt coolen Geschmack haben. Lassen das schön heiß werden. Kann auch einen Tucken mehr Öl nehmen, damit es so leicht ausbackt. Vielleicht nehmen wir auch ein Tellerchen. Legen das hier, dass wir gleich direkt schön den Rösti aus der Pfanne hier drauflegen können. Ein bisschen das Fett abtupfen können. Wir wollen immer noch sportlich bleiben. Die Schweizer kochen halt richtig deftig und richtig geil. Wie gesagt, aber dafür könnte man halt die Soße mit Hafercuisine machen oder mit Sojacuisine. Dann hat man das ganze Theater nicht und auch das schlechte Gewissen nicht. So, Öl ist heiß. Jetzt nehmen wir wieder schön die Kartoffelmasse. Kann man die Größe selbst bestimmen. Vielleicht nicht ganz so dünn, damit es nicht so brüchig wird. Wir machen jetzt mal solche kleinen Röstis hier. Packen die in die Pfanne. Kann die noch ein bisschen zurechtschieben, dass es hinterher cool aussieht. Man könnte es auch in einem Ring machen oder sowas. Aber ich glaube, so Freestyle ist schon ganz cool. Noch ein bisschen was bei. Genau, er darf halt auch nicht zu dick werden, weil sonst wird er nicht gar in der Mitte. Und dann ist es natürlich schlecht, so eine halbe rohe Kartoffel kauen. Dann nehmen wir schon mal die Basis probieren. Da mal ein bisschen Pfeffer ran. Oder als Geschmacksverstärker eine Spur Zucker. Nur ein ganz bisschen. Also nebenbei, wenn man irgendwie sowas hat, wo man was abtropfen lassen kann, kann man das ganz cool beiseite tun. Und einfach das, was hier von abgetropft ist von dem Kalbsfleisch, kann man auch mit beigeben. Das ist einfach wieder nur ein Geschmacksbooster. Quasi wie so eine Schnellbrühe einfach vom Fleisch. Hier können wir jetzt ganz schön sehen, dass wenn hier der Rand schön ein bisschen braun wird, ist es unten so weit, dass wir es umdrehen können. Ja, das ist ganz gut zu erkennen, nicht mal dieses Drehen, 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 davon geht es kaputt. Wir gucken einfach, ob der Rand ein bisschen hier braun ist. Hier schön ein paar Bratdinger, da drehen wir es um. Wenn wir Glück haben, ist cool. Ich kann ja auch nicht durch Kartoffel durchgucken. Aber ich glaube, es sieht ganz gut aus. Während wir warten, können wir schon mal ein bisschen das Fleisch würzen. Wie gesagt, haben wir ja vorhin nicht gewürzt. Wir breiten es mal ein bisschen aus und würzen es dann auch mit Salz und Pfeffer. Nicht zu doll, weil wir haben ja schon die Soße quasi gewürzt. Mischen wir es einmal durch. Man merkt auch hier, es hat so eine leichte mehlige Hülle, dass es gleich auch noch schön bindet. Wir drehen jetzt das Rösti ein bisschen runter und geben dann wieder die allseits bekannten Butterflöckchen dazu. Drehen es einmal kurz um. Huch. Jetzt wird es ein bisschen dunkler, aber nicht so schlimm. Schöne Bräunung. Lassen wir da mal in der Butter liegen. Dann gehen wir hierher, ziehen das Ganze wieder ein bisschen hoch, wie eben gesagt. Ist ja schon da. Machen es einfach wieder ein bisschen warm, geben die Kräuter dazu, geben das Fleisch dazu und können es dann auch schon anrichten. Das kann man auch richtig schön sehen, dass diese Bindung allein nur von der Sahne und von dem Mehl und der Butter entstanden ist. Man muss halt auch keine Soßenbinder nehmen oder sonst irgendwas. Man schwenkt es ein bisschen durch, lässt es jetzt langsam warm werden. Wir geben noch die Petersilie dazu. Wir machen noch ein bisschen Schnittlauch klein. Das schmeckt auch mal ganz geil. So. Reicht schon mit dem Warmmachen. Schön mal beiseite. Nehmen wir den Rösti. Legen es auf das Papier. Nehmen wir einen schönen herrschaftlichen Teller. Schön große weiße Fläche. Nehmen die Röstis. Schnappen uns die Pfanne. Nehmen wir den Rest von den Kräutern. Legen die einfach ein bisschen drumherum. Nehmen den Schnittlauch. Machen ein bisschen größere Ringe, gehen die da auch noch mit zu und schon haben wir Zürcher Geschnetzeltes. Steady gerecht, sprich ohne Pilze. Wäre natürlich noch ein bisschen cooler vom Geschmack her, wenn die Pilze da wären. Ich hoffe, es schmeckt ihm. Gucken wir mal und geben sie mal. Gucken, was er sagt. Moin! So schnell ging das. Wow. Einmal geordert. Wie gesagt, demütig. Ich hoffe, es schmeckt dir. Ohne Champignons, ein bisschen mehr Kräuter drin und ein bisschen Zwiebeln. Mhm. Probier mal und dann gucken, was dabei rumkommt. Perfekt, vielen Dank. Dankeschön. Wow. Also optisch schon mal. Sehr gut. Wirklich top. Also Optik. Also kann man nichts. Kann man nichts vorwerfen. Sieht sehr schön aus, sehr schön angerichtet. Trösti, wie man im Schweizerdeutschen so schön sagt. Die sieht auch mega aus, schön kross, wie ich es am liebsten mag. Also Optik
bleibt mir nichts anderes übrig, als eine glatte 10 zu geben. Top gemacht, Fred. Geschmack, das Fleisch wirklich schön, schön zart. Rösti auch eine super Konsistenz. Ja, knapp am perfekten vorbei würde ich eine 9 geben. Aber echt, bin positiv überrascht. Also nicht, dass ich Fred seine Kochkünste in Frage stellen will, aber jetzt so für ein Schweizer Gericht echt top. Wie zu Hause, letzte Kategorie. Ja, das kommt dem Ganzen schon nahe, wenn ich mir das nochmal so anschaue. Und würde ich da ebenfalls, kann ich auch eine großzügige 9 geben. Also wirklich top, sehr zufrieden. Ich glaube, der ganze Teller wird auf jeden Fall aufgegessen, ja. Super.